Ach, die Schulzeit. Als Schüler kommt sie einem ewig vor. Doch an ihrem Ende stellen wir meist fest, dass sie doch wie im Flug verging und wir dann völlig überrascht ins kalte Wasser geworfen werden. Und gerade als man denkt, es geht wieder bergauf, man hat seinen Traumjob gefunden und steckt voller Tatendrang, so stellt einen das Leben vor die nächste Herausforderung. Die Bewerbung. Aber keine Angst, denn mit diesem Video ist eine Bewerbung für dich zukünftig ein Klacks. Jetzt zieh dir erstmal was Vernünftiges an und ran an den Schreibtisch. Der schriftliche Teil der Bewerbung beginnt mit dem Lebenslauf. Hört sich nicht furchtbar kompliziert an, ist es auch nicht. Einzige Regel, die man dabei befolgen muss, ist, immer auf das Wesentliche konzentrieren. Kleines Beispiel gefällig? Gut, es ist zum Beispiel schön, dass du dein Seepferdchen mit 4 Jahren schon gemacht hast. Für eine Ausbildungsstelle zum Mechatroniker ist das aber eine überflüssige Information. Also weg damit. Perfekt. Jetzt noch ein Foto von dir hinzufügen und wir können den Lebenslauf abhaken. Kommen wir zu deiner Bewerbungsmappe. Die Bewerbungsmappe ist die Visitenkarte eines jeden Bewerbers. Sie entscheidet, ob du in der Runde weiterkommst oder nicht. Also sollte sie ordentlich aussehen. Das, das und ganz besonders das solltest du vermeiden. Doch was ist genauso wichtig wie das Äußere? Genau, die inneren Werte. Und auch hier gilt, immer auf das Wesentliche konzentrieren. Heißt also, Motivationsschreiben, wieso genau du der Richtige bist, Bestätigungen für Praktikas und nötige Zeugnisse, ja. Teilnehmerurkunden bei den Bundesjugendspielen der letzten Jahre, nein. Jetzt nochmal alles kopieren und an ein paar Unternehmen geschickt. Fertig. Mit dem schriftlichen Teil. Es folgt der etwas schwerere mündliche Teil. Das Bewerbungsgespräch. Denn ab und zu kommt es vor, dass sich Unternehmen wieder bei dir melden und ein Bewerbungsgespräch vorschlagen, welches du natürlich dankend annimmst, bevor dir schlagartig deine Schwäche im Umgang mit fremden Menschen bewusst wird. Aber keine Panik, denn um gleich von Beginn an zu punkten, brauchst du nur ein gutes Auftreten. Also weg mit dem Schlabberlook und Anzug an. Perfekt, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ach ja, die Nervosität ist ja noch da. Aber keine Angst, das Bewerbungsgespräch gewinnt man wie jeden Krieg im Kopf und ganz besonders mit Köpfchen. Das erste, was dir klar sein muss, du bist der Richtige für den Job. Niemand anderes ist so qualifiziert, so interessiert und so engagiert wie du. Und das machst du nun noch deinem Gesprächspartner klar. Nur wie? Ganz einfach, schau ihm in die Augen. Immer. So täuschst du selbst das Selbstvertrauen vor, wo gar keins ist. Stammel nicht herum, antworte klar formuliert auf die Fragen und wenn du mal nicht sofort eine Antwort weißt, rede einfach drum herum. Hauptsache du verwendest keine Lückenfüller wie Aber-M. Und zu guter Letzt, sei überzeugt von dir, denn nur so überzeugst du auch deinen Gesprächspartner. Du bist an diesem Tag einer von vielen Bewerbern. Sei der Lockerste, der Entspannteste, wenn es sein muss, der Lustigste. Denn am Ende des Tages wird man sich an dich erinnern und nicht an irgend so ein stilles Wasser. Und wer weiß, vielleicht hast du dann am Ende genau den Job, die Ausbildung, die Lehre, das Traumstudium, das du schon immer haben wolltest. Denn die einzige Person, die deinem Glück jetzt noch im Wege steht, bist du. Also hoch mit dir und bewirb dich.